Nein, aber jetzt mal ernsthaft, um das Thema mal wirklich anzuschneiden. Es kommt drauf an, wenn die Geschichte passt, dann ist es okay, aber es sollte halt wirklich auch so sein, dass die Geschichte sinnig ist. Also es ist ja auch bei Büchern so, man kann rein Ewigkeiten totnudeln, irgendwann ist einfach der Dampf raus und da fehlt dann auch so, ich nenne es mal die Magie, ne? Ja, das stimmt, definitiv. Also man kann komplette Reihen richtig schön totnudeln und dann sollte man es lieber lassen. Wenn man allerdings eine Geschichte hat, zum Beispiel jetzt hier, was weiß ich, also ich kann jetzt keine Beispielspiele nennen, weil ich habe jetzt keins im Kopf. Final Fantasy hat doch x Teile. Final Fantasy ist jeder Teil eine extra Geschichte. Ah, okay. Außer das weiß ich zum Beispiel nicht. Also jeder Teil erzählt eine andere Geschichte in einer anderen Welt von anderen Charakteren. Also es ist eigentlich, es heißt nur jeder Teil Final Fantasy, im Grunde ist es alles ein eigenes Spiel dann wieder. Okay. Also von dem her, das kann man nicht wirklich sagen, dass das jetzt hier eine Story ist. Wie ist es bei Zelda? Zelda ist, reden wir nicht drüber. Also das sind ja alles so Spiele, wo ich weiß, es gibt tausend Dinger Zelda dazu, ist, aber... Zelda ist die Sache mit diesen ganzen Timeline-Theorien. Da gibt es ja auch so 100.000 Leute, die sagen, das ist so mit der Timeline da von Zelda. Das ist nämlich hier... erst kommt der Teil so chronologisch gesehen, dann würde der Teil kommen, dann der Teil, bla bla bla, ne? So viel kommt der. Und eigentlich ist es auch alles irgendwie doch ein bisschen eine extra Geschichte wieder. Naja, okay. Also gut, in jedem Teil ist irgendwie Link der Gute, Ganon ist anscheinend der Böse oder so. Gut, in den neueren Teilen ist es auch anders, die ich übrigens nicht mehr gespielt habe, also da kann ich nicht mitreden. Hier so Twilight Princess und ähnliches kenne ich nicht mehr. Twilight. Oh, Twilight, ja. Das ist auch ein Glitzerbösewicht. jetzt wo wir das geklärt hätten. auf alle Fälle, das hat ja auch alles so, also sind eigentlich alles auch einzelne Teile. Ja, okay. Also, sowas weiß ich zum Beispiel ja nicht. Ich finde es halt gut, wenn du dann wirklich eine Story hast, zum Beispiel, weil noch ein offener Handlungsstrang ist. Und sei es jetzt irgendwo, dass er von der Story her, Erzählungsart her, eigentlich wirklich nur ein absoluter Nebenplot war. Und dann kann man daraus doch zum Beispiel nochmal eine schöne Geschichte spinnen. Dann finde ich das wieder gut, aber es gibt halt auch so Sachen, da ist es einfach unpassend, dass das noch fortgesetzt wird. Ja, das stimmt. Also ich finde sowieso auch, dass viel zu tot geballert wird. Also sei es drum jetzt bei Games, aber vor allen Dingen halt auch bei Filmen. Ne, so, weiß ich, Teil 105.000 von was weiß ich für ein Film oder irgendwie so. Der nächste Riddick wird gut, weil es Riddick ist. Also es kommt ja heutzutage kaum noch was Neues ins Kino, ist das ja immer hier der neue Teil von dem und dem und der neue Teil und von Twilight dem und dem da. Und die nächste Fortsetzung. Ja, Twilight, Harry Potter, alle 6, 7, 8 Teile teilweise. Okay, Jubi, jetzt kommt der Test. Jetzt kommt der richtige Härtetest. Herr der Ringe. Das sind 6 Teile. Ja, den Hobbit zähle ich auch irgendwie mit dazu. Ja, ist aber nicht die original Herr der Ringe-Geschichte. Ja, aber das zähle ich mit dazu, zu Herr der Ringe. Ja, also kann man auch machen, dann sind es eben 7, aber bisher zumindest. Aber ich finde, es ist manchmal echt zu viel. Ja, so ewige Fortsetzung. Man sollte eine Geschichte nicht zu tot nudeln. Ja, und was dabei passiert, siehst du doch toll bei Battlefield und so weiter. Ja, obwohl da halt auch jetzt das mit daran liegt, dass da wirklich sich gameplay-technisch seit 100 Millionen Jahren nichts mehr ändert. Ja, das ist halt so, die Grafik sieht jetzt vielleicht noch ein kleines bisschen besser aus. Ja, du hast jetzt auf dem linken Arm statt 43 Haaren, siehst du jetzt 44 Haare. Ja, genau, irgendwie. Und man kann sich in der Nase bohren. Ja. Oder also so. Es tut mir leid, lieber Shooter-Spieler, aber ich kann das echt nicht nachvollziehen, wie man sich jeden verdammten Teil davon kaufen kann. Oder noch schlimmer, Sims oder ähnliches. Okay, Junge. Wie sieht's aus mit FIFA? Ja, genau, der gleiche Scheiß. Jedes Jahr ein neuer Teil und man spielt Fußball. Gott. Das ist aber voll wichtig, dass du da aktuell bleibst, weil da geht es ja um die ganzen Lizenzen, so von wegen, der Spieler ist jetzt bei dem Verein, die müssen ja alle beim richtigen Verein sein, sonst ist das ja nicht authentisch, also, seien wir mal ehrlich. Ja, aber what the fuck Fußball, du spielst jedes Mal Fußball und... Das ist total klasse. Also das finde ich auch so eine Sache. Fußball, habe ich das schon mal erzählt? Meine Idee, um Fußball zu verbessern, um aus Fußball wirklich einen anständigen Sport zu machen? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Weil irgendwem habe ich das schon mal erzählt, meine Idee, wie man Fußball zu einem richtig spannenden Sport machen kann. Und zwar würde ich dann nämlich aufs Feld 4 Mannschaften gleichzeitig stellen. In jeder Ecke steht ein Tor. Und ja, wie gesagt, 4 Mannschaften spielen gleichzeitig und die spielen mit 3 Bällen insgesamt. Ah. Und dann mit Waffen. Ja, Waffen ist Schwachsinn, Juvi. Denk doch mal nach. Aber, ne, also so, ich meine, allgemein würde das so den ganzen Fußballsport doch nochmal eine Ecke interessanter machen, finde ich. Ja, das kann schon sein. Weil dann halt wirklich auch da ein bisschen mehr Action auf dem Feld dann ist, praktisch. Ist das da unser Dorf? Ich habe mich hier gerade ein bisschen verlaufen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ja, bestimmt. So vor lauter Schnacken. Ja, das ist unser Dorf. Dann gehe ich mal da lang, dann finde ich wenigstens wieder zurück. Und was sind denn deiner Meinung nach also wirklich auch so jetzt, ohne jetzt FIFA oder ähnliches, oder halt hier Shooter oder so zu betrachten? Was meinst du, was sind so wirklich totgenudelte Spielserien noch? Ja, totgenudelt vielleicht noch nicht ganz, aber ich finde gerade bei Assassin's Creed, das reicht langsam. Also... Da ist jetzt die Frage, wie geht's jetzt dann weiter im Piratenzeitalter, ne? Ja, ich meine, okay, die Story ist geil, keine Frage, finde ich auch immer wieder schick, aber die Gameplay-Erweiterungen sind halt auch eher dürftig. Also, du kannst irgendwie doch mal so 2 Attacken mehr dann. Oder, weiß ich, kriegst nochmal ein neues Item dazu, aber mehr geht eben auch nicht. Irgendwie ist das halt nicht so das Spiel, wo du jetzt denkst, boah, hier, voll das neue Ding. Und das halt schon seit X Teilen. Ja, das ist aber das Problem, weil viele Videospiele, also viele Entwickler haben halt einfach auch nicht mehr den Mut dazu, jetzt wirklich großartig Neuerungen, neue Spiele auch auf den Markt zu bringen. Weil es geht ja da auch, da sitzt ja dann im Hintergrund der böse Publisher, der sagt, ja, ihr müsst aber Geld mitverdienen, ne? Ja, ja, schon klar. Das ist auch so für die kleinen Entwicklerstudios und sowas, ne? Die so zu den großen irgendwie mit dazugehören. Hast du bei dir zu Hause noch Tropenmalz rumliegen? Nee. Du musst nur bei mir schon reinschauen. Eine andere Sache noch, also wie ich ja eben schon andeutete, Sims, also finde ich auch so eine Sache. Die Grundidee von Sims 1 war echt super, das Spiel hat sich deswegen ja auch super verkauft. Es war ein super Spiel. Ja, ja, definitiv. Also das war schon kein schlechtes Spiel. Aber die Sache ist eben dieses ganze, oder ich finde, damit kam halt so dieses ganze DLC-Kram auf. Also in dem Fall keine DLCs, sondern halt kauft ihr Dinge hier. Ne, da noch auf CD. Oder DVD. Oder DVD eben, aber was hatte Ava letztens ausgerechnet? Irgendwie, man zahlt für das gesamte Sims-Spiel irgendwie 228 Euro. Das ist komplett Sims 3 oder so, ja. Irgendwie also sowas. Irgendwie so mit diesen ganzen DLC und Erweiterungen und allem Mist. Das ist doch pure Ausschlachtung, ey. Du zahlst oder kaufst dir einen Vollpreistitel, hast damit das Grundspiel. Und dann kriegst du doch um die Ohren gehauen, ja, aber um so richtig toll zu spielen und um das neue Feature hier zu erleben, musst du dir doch mal eben für was beispielsweise, ich weiß es nicht, wie viel die kosten, das mal am Rande, aber ich schätze mal so 25 Euro oder so dann nochmal. Ich kann es auch nicht sagen, aber... anderen Kram kaufen, aber ich denke 25 Euro klingt realistisch. Klingt nach was sein könnte, ja. Gut, da muss man aber auch sehen, du hast auch mit dem mit der Vollversion vom Spiel, hast du im Grunde auch eigentlich alles, was du brauchst. Ja, aber es ist trotzdem nicht der volle Umfang, der definitiv von Anfang an geplant war. Ja, gut, das ist die Sache. Wie wird das Zeug denn gemacht, ne? Das ist halt auch so ein Punkt, wo man sich wirklich mal drüber Gedanken machen sollte, finde ich. Nämlich dieses Ganze, wie sieht's aus in dem Spiel, ne? Wenn ich ein Spiel komplett fertig mache, so hier, ich sage jetzt einfach mal Assassin's Creed, keine Ahnung, soll jetzt kein böses Beispiel oder so ähnliches werden. Und dann programmiere ich das Spiel soweit durch. Wenn ich fertig bin, sage ich so, und jetzt machen wir nochmal, jetzt machen wir den Teil Cut mal raus und das machen wir als DLC oder so. Das finde ich geht nicht. Das ist wirklich asozial. Du meinst so dieses, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war. War das auch in Final Fantasy oder irgendwie so? Wo das Ende einfach nur per DLC verfügbar war? Final Fantasy 13.2, glaube ich, war das. Ich hatte es mal irgendwo gelesen, ich weiß es nicht. Ich habe das auch schon nicht mehr gespielt, weil es schlecht war. Ich habe es auch nur so ganz vage im Hinterkopf noch, dass sich da viele drüber aufgeregt haben.
Ja, da ist auf alle Fälle auch sowas in die Richtung gelaufen, ja. Aber ich meine, das ist doch auch so richtig beschissen. Du spielst ein Spiel, suchtest es, weil du die Story vielleicht super geil findest. Also, ich denke jetzt gerade so an Tomb Raider oder irgendwie sowas, ne? Und dann stelle ich mir jetzt gerade vor, ich bin bei Tomb Raider kurz vorm Ende und reiß gerade übelst dem Endboss den Arsch auf und naja, dann ist so Spiel vorbei. Herzlichen Glückwunsch, bitte kauf den DLC, wenn du das Ende sehen willst. What? Ja. Ich meine, what the fuck? Kann ich verarschen? Wie beschissen ist das denn, bitte? Geht das so nicht? Ah, doch, okay. Aber geht das so nicht? Irgendwie bin ich sowieso so, dass ich diesen DLC-Hype nicht ganz so mitmache. Also ich finde das halt irgendwie blöd. Ist bei Tomb Raider ja zum Beispiel auch so, dass du dir da auch irgendwie noch ein paar Dinge kaufen kannst, irgendwelche Waffen und sowas alles. Ja, ist voll sinnvoll. Ich meine, Waffen kaufen, oder? Ich meine, mal im Ernst, wen interessiert das, wenn man das Spiel durch hat? Das ist in dem Fall wahrscheinlich für den Multiplayer, oder? Ich kann schon sein, ich weiß es auch gar nicht so ganz genau. Aber, ja, Wayne. Hallo, Multiplayer sind heutzutage voll wichtig. Wenn ein Spiel kein Multiplayer hat, ist es scheiße. Schau zum Beispiel Minecraft an, hätte es kein Multiplayer, wäre es scheiße. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, Minecraft ist auch so scheiße, stimmt. Aber... ja, das nee, ist Minecraft sowieso ist auch so eine Sache, ne? Also wo du es sogar so schön ansprichst. Also dieses ganze Multiplayer-Zeugs. Heutzutage wird auch vieles einfach so gemacht. Du musst ja auch anschauen, das ist ja auch so ein gut wieder passendes Beispiel, jetzt shootermäßig. Es werden Singleplayer-Kampagnen gemacht, die, ja, schlecht sind, ne? Die halt dann 3 Stunden Spielspaß bieten oder so. Also, beziehungsweise 3 Stunden Spiel bieten, vielleicht auch Spaß, wenn man Glück hat. Je nachdem. Meistens allerdings nicht. Und ja, dann, wenn du das fertig hast, darfst du dich in den Multiplayer wagen. Und im Multiplayer ist halt dann einfach das, da merkst du, okay, hierfür wurde das Spiel entwickelt. Für den Multiplayer und nicht für den Singleplayer. Ja. Warum also soll ich in ein Spiel, was ich von Haus aus als Multiplayer plan, warum soll ich einen Singleplayer-Modus einbauen? Dann macht ein gutes Singleplayer-Spiel mit einer anständigen Story, dann werden die Leute euch das danken, wenn sie da keinen Multiplayer drin haben. Ja, das ist richtig. Weil so ein Multiplayer macht halt auch vieles kaputt, denke ich. Also, beziehungsweise finde ich auch. Ne? Also nicht vieles kaputt, man will halt irgendwie diesen Spielwert oder Wiederspielwert von dem Spiel irgendwie aufrechterhalten. Aber in der Regel sind die Multiplayer halt einfach unglaublich schlecht. Also der von Tomb Raider, der hat mal so kurzweilig Spaß gemacht beispielsweise. Den konntest halt mal so 3-4 Runden spielen und dann dachtest du, boah, fetzt eigentlich ganz gut. Aber ja, eine halbe Stunde später, das ist auch schon so, Ja, das ist in dem Fall aber auch bei einem Multiplayer immer die Sache, wie ist er gemacht? Also habe ich jetzt hier wirklich, ich fange mit einem Spiel an als Multiplayer-Spiel, ne? Und krieg auch andere Anfänger. Oder ich kann mir einen Server aussuchen, auf gut Glück, und komme dann zum Beispiel auf einen Server, wo Killerschwein 3000 spielt. Und der halt dann einfach mal so alle Newbies so pum, peff, wegmacht. Alles mal wegruckt, ja. Und du sitzt dann zu Hause und denkst, ja, tolles Spiel, eigentlich habe ich keinen Bock drauf und spielst es halt dann nicht mehr. Weil gerade sowas ist ja auch ein Punkt, der macht einen dann auch so ein bisschen fertig, ne? Da hast du dann auch keinen Bock mehr drauf. Ja, richtig. Ich kann dem Spiel eh nichts reißen, warum soll ich es dann spielen? Ja, vor allem, weil das meiste halt mit irgendeinem Level oder auf irgendeinem Levelsystem basiert, ne? Ja. Also das hast du ja wirklich sehr, sehr oft, dass du halt dann irgendwie erstmal deinen ganzen Scheiß da hochleveln musst, also deinen Charakter oder deinen Account. Ja, meistens der Account. Na, bevor dann irgendwie was da funktioniert. Ja, das finde ich halt auch so asozial. Also ich kann dem einfach nichts abgewinnen, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen oldschool eingestellt, was das Ganze so angeht. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Ja, also ich vermisse zum Beispiel diese guten alten Schlauchlevel manchmal, echt. Definiere Schlauchlevel, wie zum Beispiel? Ich weiß nicht, The Last of Us mal gesehen? Ein, zwei Folgen bei wem alles Let's Play, aber ja, nie wirklich, also, nie viel verfolgt. Ich spiele es ja selber auch nicht, weil ich hier nun mal keine Playstation besitze, ich schaue es mir ja eben auch an. Und da finde ich es halt so geil, das Spiel gaukelt einem so ein bisschen den Open-World-Faktor vor. Also das heißt, du hast so von wegen, ja, du kannst hier ganz viel Zeug suchen und so, ne, und kannst überall in ein paar versteckte Räume reingehen. Aber eigentlich ist es total schlauchig, das Zeug. Das heißt, alles ist gescriptet und alles funktioniert eben nach Schema F.
Aber du kannst halt ein bisschen suchen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool, weil du rennst halt nicht so wie à la Skyrim so 2 Millionen Jahre durch die Gegend und denkst dir so, gleich komm ich an. Juri, pass auf, was du sagst, ne? Du kannst nicht einfach so Skyrim flamen, ne? Oh doch. Nein, du machst dir viele Fanboys zu Feinden. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Oh, Skyrim ist auch schlecht. Bei Skyrim Fanboys. Kann ich mit leben. Nee, also ich bin einfach nicht auch kein Open-World-Fan. Ich finde das so mal ganz nett, aber halt so diese ewigen Laufwege und wie komme ich jetzt da hin und das. Irgendwie mag ich das seit WoW einfach nicht mehr. Weiß nicht, irgendwie... Keine Ahnung. Kann ich es einfach nicht leiden. Und ich finde viel zu viele Spiele, selbst die man eigentlich gut im Singleplayer spielen kann, haben zu viel Open-World. Mag ich bei Assassin's Creed zum Beispiel auch überhaupt nicht. So dieses Nebenquest, Open World, da lang weiterreisen, da lang, oder kannst du da was einsammeln? Hab ich schon erwähnt, da gibt's eine Nebenquest. Ja, und du sitzt da und denkst dir vom Weg, ich will nur wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wenn sie die Geschichte kommen, wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, holen sie sich DLC so und so. Ja, das hatte ich gerade, also wir haben heute oft das Beispiel Assassin's Creed, aber das hatte ich gerade bei diesem Spiel besonders oft, dass ich mir denke, schnauze hier Nebenquest, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, wer will das schon? Also ganz ehrlich, wer will schon wissen, wie es in dem Spiel weitergeht? Pff.